Marcells Block. Test 2, 3, 4, A, B, C, D. So, wie ihr jetzt hier sehen könnt, spielen wir heute das lustige Spielchen Zuma. Und ich zeige euch, wie man bei Zuma Blitz Beta auf Facebook den Punkterekord knacken könnt. Ist im Prinzip ganz einfach. Dafür braucht ihr nur zwei Sachen. Einmal Google Chrome. Seht ihr da schon offen. Was das ist, weiß glaube ich jeder. Das ist ein Internetbrowser, mit dem man schon im Netz surfen kann. Ich habe da mal gerade was umgekippt und stopfe mir gerade noch ein Zigarettchen. Und dann braucht ihr noch dieses schöne Programm hier unten. Ah, wo ist meine Maus? Nennt sich Cheat Engine. Und mit Cheat Engine könnt ihr das ganze Programm easy rocken. Ich nehme erstmal hier meine Einträge raus, die sind bei euch noch nicht drin. Cheat Engine findet ihr auf chip.de. Einfach suchen. Cheat Engine. Ja. Dann öffnet ihr hier oben unter diesem kleinen Computer mit der Lupe euren Google Chrome. Open. In dem Fall war es bei mir dieser. Ja. Da steht ein paar mehr in der Liste drin. Ihr seht, da drüber ist auch noch einer und da drunter kommt auch noch irgendwo einer. Müsst ihr ausprobieren. Probiert ihr so aus. Bei mir ist es der zweite. Prinzipiell sieht es so aus, ihr geht hier auf Open und probiert diesen Speedhack einzuschalten. Gibt es da eine Fehlermeldung? Habt ihr den falschen? Wenn ihr einen den richtigen habt, dann probiert es nochmal, um sicher zu gehen. Einmal hier auf Null stellen, auf Apply drücken und wenn dann dieser lustige Vulkan dort stehen bleibt, ist alles tutti, dann habt ihr den richtigen erwischt. Ganz einfach. Das ist im Prinzip auch schon alles, was wir gut brauchen. Dann stellt ihr es auf 1 wieder, damit wir auch spielen können. Apply, dann läuft der Vulkan weiter. Ihr drückt auf Play, das Spiel beginnt. Hier noch einmal auf Continue. So, und jetzt ballern wir mal eben irgendwo rein. Zack. Dann gehen wir zurück ins Speedhack und setzen die Geschwindigkeit runter. Jetzt sehen wir hier oben, wir haben 1100 Punkte. Die tragen wir hier oben ein. 1100. Und gehen auf First Scan. Da findet ihr natürlich jetzt ein paar Werte. Deswegen setzt mir jetzt die Geschwindigkeit wieder hoch. Nicht auf zweifach, einfach reicht. Sage Apply und holen uns noch ein paar Punkte. So, nächsten Wert haben wir. Dann stellen wir das mal wieder auf langsam. Jetzt haben wir 4330 Punkte. 4330 Punkte. Next Scan. Jetzt hat er nur noch vier Werte gefunden. Das ist das, was wir brauchen. Diese vier Werte holen wir uns von hier, dieser Seite, mit einem Doppelklick runter, einzeln. So, und jetzt geht ihr hinten in die Spalte, wo Value steht, macht einen Doppelklick drauf und ändert den Wert. Ah, 1 Million habe ich schon, also machen wir jetzt 2 Millionen davon. So, zack. Zack. Und hier nochmal das gleiche. Und auch noch beim letzten. So. Jetzt haben wir uns gerade 2 Millionen Punkte gegeben. Wir sehen sie noch nicht. Wir gehen jetzt erst einmal noch hier auf normale Geschwindigkeit. Heißt Speed 1,0. Sagen Apply. Ihr seht, da ist immer noch nichts. Aber sobald ich jetzt das erste Ding hier abballer, bam, gehen meine Punkte hoch. Und ich kann hier das Haus rocken. Weil viel mehr Punkte brauche ich ja gar nicht mehr machen. So viele Punkte hat ja keine Sau in diesem Game. Und das ist, glaube ich, ganz praktisch. Ich hoffe, ich kann euch damit irgendwie helfen. Also mir hat es gereicht, um den Highscore zu kriegen. Das heißt, auch dieses Game ist für mich gerade wieder absolut uninteressant geworden und ich muss mir schon wieder neu suchen. Ach, diese vermaledeiten Facebook-Games. Ich wünsche euch was. Tschüss.